Hallöchen, meine Freunde der Nacht, und willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin mal wieder unterwegs auf dem Hosencraft-Server. Countdown starten, los. Und ja, was soll ich sagen? Mich hat mal wieder die Lust gepackt während dieses Gewitters. Und ja, auch hier muss es wieder weitergehen. Was hat sich getan? Wir laufen eigentlich im Prinzip schon an der aktuellen Baustelle vorbei und perfekt, es hört auf zu regnen. Geil. Ich warte schon mal kurz zurück, dass ihr auch wisst, wo ich hier bin. Sprachbark am späten Abend. Jawohl. Willkommen bei Drakeos späterer Stunde. Hey. Also, wir sind im Prinzip beim Ausgang, der hier direkt am Friedhof ist. Mein neuer Plan ist nämlich das ganze Dorf im Prinzip platt machen. Das ganze Dorf wird umgebaut. Ist eigentlich das, was ich schon lange vorhatte. Bin jetzt auch seit gestern bin ich wieder auf den Server raufgegangen. Gestern direkt angefangen, hier rumzuwursteln. Ich glaube, war seit 2 oder 3 Wochen gar nicht mehr auf dem Server gewesen. Hab denn hier angefangen. Hier soll der Hafen entstehen. Die Zäune sind erstmal als provisorische Grenze gedacht. Werden dann immer je nachdem wieder weiter verschoben, wie man es halt braucht. Zusätzlich alles mit Fackeln ausgeleuchtet, damit mich hier nichts Nervendes über den Weg läuft und mir auch nichts stört. Weil, ich bin halt auf dem Multiplayer. Ist halt ein Server und da kann man nicht einfach mal sagen, ich gehe mal auf Peaceful für die Bauphase. Also muss man sich ja irgendwie anders behelfen, damit die keine Viechers rumspawnen und einem die Hälfte in die Luft jagen oder so. Wie gesagt, hier soll der Hafen entstehen. Dazu habe ich bereits 2 Lastkräne gebaut. Krane, wie sagt man? So. Also, das ist der kleine. Ne? Ein kleiner, dünner Arm. Da ist ein Seil dran. Hier ist ein kleiner Korb. Das Ding könnt ihr euch so vorstellen, wie als wenn sie das obere dann halt dreht. Dann kommt ihr halt hier so rum. Stellt den Korb dann hier ab. Und kann halt von hier aus entladen werden. Schiffe werde ich wahrscheinlich nicht bauen, weil dafür sind die Kräne eigentlich in der falschen Proportion gebaut, um da irgendwie passende Schiffe runterzusetzen zu können. Das ist der mittlere. Ihr seht schon hier ein bisschen was breiter. Die Palette ist auch. Was läuft da rum? Die Palette ist auch ein bisschen was größer. Dementsprechend auch der Stellplatz der Palette. Das sind hier so die Wege. Einfach hier. Steintreppen oder also Cobblestone-Treppen habe ich hier reingesetzt als Bordstein und als Rinnsal für Wasser weglaufen, fließen, Gedöns. Und da hinten bin ich gerade dabei, im Moment. Die Grube des Todes. Hier bin ich vorhin reingefallen. Blah. Alles an Werkzeug ist vergammelt und verbrannt und tot und das blöde Dirt ist genau da gelandet. Der ganze Rest war Lava, futsch. Ja, hier kommt der dritte und der größte der 3 Kräne. Ich weiß es nicht, wie sagt man eigentlich? Hin. Ist dann auch hier direkt am Tiefseebecken, sag ich mal, angebaut. Hier geht es halt etwas weiter runter und vielleicht baue ich hier mal ein Schiff hin. Muss ich mal schauen. Weil das ganze Ding wird um einiges größer. Nur mal so das Ding da hinten als Grundfläche, also vorne ist 10. Und in der Tiefe ist 12. Und hier haben wir 18 mal 20 in der Fläche. Dementsprechend wird ja auch am Ende was größer. Ich habe versucht, das Ganze so zu bauen, dass ich, wenn es geht, nicht so viel von anderen in der Sicht mit reinbaue. Weil jeder baut ja im Endeffekt seine eigenen Projekte. Und ich möchte ja nicht, dass andere sich augenbelästigt fühlen davon. Also versuche ich halt nicht so groß zu bauen, auch wenn sich das ein bisschen nicht vermeiden lässt, weil ursprünglich war der Zaun hier. Und das kam dann halt gerade noch dazu, diese Landzunge hier oben. Ja, weil da muss halt ein großer Kran hin. Dementsprechend wird hier hinten noch rangesetzt Land und zwar hier so habe ich mir gedacht, nochmal zack rüber. Der bekommt dann den Eingang in die Seite rein, weil das ist das Einzige, wo es eine
ungerade Anzahl an Blöcken gibt, damit ich hier eine einzelne Tür reinsetzen kann. Obendrauf, ja, ich weiß gar nicht, wie hoch ich gehe. Also das Ding ist, glaube ich, das sind 6 bis da. Das müsste dann nochmal 6, 12 plus 3, ja, 15 Blöcke sein. Das hier wird locker mal 20 Blöcke hoch. Ich weiß es nicht. Und weil ich gerade spontan nichts zu tun hatte, habe ich mir gedacht, ausnahmsweise mal, vielleicht auch nicht nur ausnahmsweise mal gucken, wird das Ganze mal ein echtes Let's Play und keine Show. Sprich, ich schlepp euch jetzt einfach mal mit cool Chunk-Ladefeder. Aber auch nur, wenn ich in der Aufnahme bin. Hehe. Egal. Ich schlepp euch jetzt einfach mal mit, um das Ding fertig zu bauen. Wir brauchen ganz viel davon. Wahrscheinlich gleich auch noch ganz, ganz viel Holz. Also gehen wir mal noch schnell irgendwo Holz pflanzen. Da was hin, da was hin, da was hin. Der Wald ist dann hier dementsprechend, alles was hier an Holz rumsteht und wächst, ist alles erst entstanden, nachdem ich hier angefangen habe, den Hafen auszubauen. Weil ich brauche Holz, Mengen an Holz, viel Holz. Da kann ich jetzt noch mal zeigen. Bla. Ja, gerade kurz bevor ich die die Aufnahme begonnen habe, ich bin gerade auf einem Bildschirm gewesen, da waren eigentlich nur Sir Mai, ja, Sir Mai, ich, online. Nee, schon Silence ist auch gerade online gekommen. Und Tracina ist schon eine Weile lang online. Ist ja im Prinzip das Ranking, wie die Leute sich angemeldet haben. Die ist auch kurz AFK eine ganze Weile und dann komme ich kurz auf einen Bildschirm, plötzlich da 50 Leute, hallo, 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 weil Lord Lilifi und Areska auch noch da zugestoßen sind. Areska war ja auch schon eine ganze Weile wohl nicht mehr auf dem Server aktiv. Und so langsam trudeln die Truppe hier wohl auch wieder ein. Silence ist ja auch wieder da, hat wohl auch wieder Lust am Minecraft bekommen, schätze ich mal. Weil war irgendwie mal die Rede, dass er aktuell gerade eine Schaffenspause macht, sagen wir es so. Und ja, so ging es mir ja im Prinzip auch. Ich hatte auch im Prinzip auch nur eine Schaffenspause gemacht und eine Lernpause gleich mit verbunden. Es musste halt alles irgendwie drunter leiden. Und ja, jetzt sind fast alle eigentlich wieder, oder sind eigentlich wieder alle aktiv zurück. Und weiter geht's mit dem Gezocke. So, das brauchen wir. Das brauche ich jetzt. Slimes, ja, die wuselten hier auch gerade rum. Ein Enderman. Hi, Enderman. Ich hasse dich. Könnte es jetzt nicht wieder regnen? Das sieht immer witzig aus, wie die versuchen, sich vor dem Ring zu verstecken. Hey. So. Das ganze Ding auskleiden und wehe, du Bob, klaust mir jetzt irgendwie. Hey. Spring mir nicht ins Sichtfeld. Und wehe, der klaut mir irgendeinen Block. Dirt kannst du klauen. Wo ist hin? So. Zack, zack. Jo, was können wir bequatschen? Ja, das ist mein Problem, weswegen ich eigentlich kein LP zu Minecraft machen wollte. Also kein echtes LP. Weil ich nie weiß, was ich sagen soll. Ich bin immer gewillt, zu sehr zu konzentriert zu arbeiten. Jetzt im Vergleich zum LS oder so, okay, da ist man auch konzentriert dabei, aber ja, da fährt man halt mit dem Trecker über das Feld. Da muss man nicht so viel nachdenken, was baue ich jetzt wie. Weil man baut ja nichts, man baut ja nur was an. Zack, zack, zack. Das wird ein sehr großer Kran und ich weiß noch nicht, was ich in den Dingern reinbaue. Ob ich da die Drehachse mit reinbaue oder ob ich die gefakte Kabeltrommel da mit reinsetze. Weil ein Seil ist es ja nicht, das ist ja im Prinzip ein Zaun. Hi, Tuska! Hi ho! So. Zack, zack, zack. Mal gucken, wer jetzt noch alles online kommt. Vielleicht kommt Rose auch noch online.
Zack, zack, zack. Ich habe das dumme Gefühl, unser Holz wird nicht reichen. Weil die ganzen Außenwände werden ja auch noch mit Holz ausgekleidet. Ich habe kein Holz mehr, oder? Ich muss überlegen, ob ich irgendwo ein Holz auf Lager habe. Ob ich da irgendwas in der Kiste da vorne habe, die ich da mir hin drapiert habe, um nicht so weit laufen zu müssen. Ja, was soll der Ort noch bekommen? Also erstmal hier den Hafen. Hier muss noch irgendwo eine Lagerhalle hin. Die soll, wenn es geht, aus Clay gebaut werden. Problem ist, dass die auch von den Proportionen her passen muss. Und ja, ich vermute, dass mein jetziger Clay-Vorrat noch nicht ausreicht dafür. Ich habe, glaube ich, jetzt fast eine Doppelkiste voll. Aber ich würde fast, oder ich würde sogar vermuten, das reicht nicht aus. So, du komm her. Ich hasse diese Riesenbäume. Könnte ich einfach normale Bäume wachsen? Mann. Ich hatte meinen, glaube ich, in meiner ersten Singleplayer-Map, die ich gespielt habe, wo diese Bäume das erste Mal aufgetaucht sind, also so mit so richtig groß mal einen Wald gebaut, wo ich die Bäume, glaube ich, in Abstand von 2 oder 3 Blöcken zueinander aufgebaut habe. Und dann bestand der Wald nur aus diesen Dingern. Das war so geil, man konnte oben so richtig schöne Sachen draufbauen. Hat mir richtig gefallen. Ich habe das Gefühl, mein Mikro ist wieder kacke. So, na, was hat er? Oh, ja. Müsste kurz ein paar Störgeräusche gegeben haben, weil ich es bewegt habe, aber egal. So. 20. Ja, gib mir alles daraus. Apfel. Meiner. Oh, noch ein Baum. Ja, damit kann ich alles gebrauchen. Mein Holz. Ja, so ein Hafen soll kommen, denn wenn der Hafen fertig ist, kümmere ich mich um die Innenstadt. Und nach der Innenstadt kommt dann noch so Sachen wie, ich sag mal, ein Industrieviertel. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ja, das Ganze ist nicht ganz auf meinem Mist gewachsen, eigentlich fast gar nicht. Muss ich zugeben, ich habe nämlich irgendwann jetzt in den letzten Tagen angefangen von einem anderen Let's Player sein Minecraft zu schauen. Und der hat da irgendwie so eine City Challenge, heißt das irgendwie so. Wo sie halt quasi gezwungenermaßen bei Null anfangen, erst nur mit Holzwerkzeugen arbeiten dürfen, bis sie bestimmte Gebäude gebaut haben. Dann mit Steinwerkzeugen, wenn sie in eine Mine reingehen, also unterirdisch meinen, müssen sie alle 10 Blöcke Stützpfeiler setzen. Man muss unter Tage immer einen Helm tragen. Lederhelm reicht bis minus 40, nee, bis 40, ja. Unter 40 muss ein Eisenhelm getragen werden. Eisen gibt es aber erst in der dritten Zeitstufe und so weiter. Und das hat mich halt ein bisschen dazu inspiriert, sowas auch zu machen, mal abgesehen von den Reglement, einfach eine Stadt zu bauen. Und da ich da vorne ja schon einen Ort hatte, der aber eindeutig zu klein ist für das ganze Projekt, habe ich mir gedacht, ja, dann mach doch diese Challenge oder nimm die Grundlage dieser Challenge für dich, um einfach eine To-Do-Liste daraus zu machen, was du gerne hättest. Also ein Hafenviertel. Ja, hier, Hafen baue ich gerade. Wir brauchen da eine große Lagerhalle drin. Irgendwo muss das Zeug ja hin. Ob da ein Kran drin steht, weiß ich gar nicht. Ich habe das Regelwerk mir mal angeguckt, aber nur grob überflogen schnell mal. Und bei Hafenviertel fiel mir sofort Lastenkräne ein, die man da hinsetzen muss einfach. Ich habe nichts mehr zu futtern. Doch, habe ich noch. Oh, Gott sei Dank. Mehr davon. Ja, ist ja auch alles vorhin verbrannt in der Lava. So, zack, zack, zack. Und weiter geht's. Das haben wir also. Wie hoch wollen wir eigentlich bauen? Also, hier kommt die Tür rein. Zack, zack. Nach 3 ist eh Schluss. So. Das wird schon mal die Tür. Die kriegt perfekt die Westseite.
So, dann sind wir ein hoch. Sechs hoch habe ich alle anderen gebaut. Ah, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier auch eine. Habe ich hier eine Mitte? Eins, zwei, drei, neun, zehn, elf, 12, 13, 14, 16 natürlich nicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du und du. So, das ist die Mitte. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ich sag mal, 20 Minuten Folgen werde ich machen. Ich, wie gesagt, ich habe entschuldigt, wenn ich zwischendurch etwas ruhig werde. Liegt halt, wie gesagt, daran, dass ich mich dann einfach anfange zu überlegen, zu konzentrieren. Was brauche ich jetzt noch? Was muss ich noch machen? Obwohl es eigentlich, ich sag mal, offensichtlich ist. Nein, du kommst da nicht hin. Aber so ist es halt. Ist ein neuer Baum fertig? Na, da hinten. Mann. Doofer Baum. Und dich mache ich auch noch zu. So, her damit, her damit. Komm her, komm her. So. Juhu. Der war gerade noch nicht da, oder? Egal. Da ist noch was Kleines. Also das wird hier alles noch platt gemacht auf diese Ebene runter. Zum Teil. Das ist hier auch alles irgendwie unterhöhlt noch. Los, ja, mit dem Holz. Holz, 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 Holz. Ah, noch mehr große Bäume. Gebt mich euer Holz. Los, her damit. Ah. Ah. Ah, wie kann man das verhindern, dass da große Bäume wachsen? Ich mag die nicht. Also als Deko-Aspekt, wenn man sie als Deko irgendwo hin haben will, kommen sie gar nicht. Und wenn man sie gar nicht haben will, sind sie immer da. Nervig. So. Während wir uns hier weiter durchs Holz prügeln, ja, was kommt noch? Wie gesagt, also ein Dorfzentrum, Stadtzentrum mit einer Kirche gehört schließlich dazu. Rathaus mit hauseigener Schatzkammer, das wird in. Ja, ich sag mal, ein Zweitlager werde ich das wohl nutzen für so Sachen wie, weiß ich nicht, Gold, Lapis, so Zeug, was kein Mensch braucht. In das Lager da hinten, was ich hier bauen möchte für den Hafen, sollen so, ja, Baumaterialien rein. Dann kommt noch ein Marktviertel oder einmal ein landwirtschaftlicher Bereich. Für die Viecher, das steht im Prinzip schon. Das bleibt im Prinzip das gleiche, was hinten bei meinem Haus ist. Habt ihr in meinem letzten Video gesehen. Da hinten so sind, da sieht man so ein bisschen da so, das Glas vielleicht. Da ist ja meine Farm. Da hinten habe ich Kühe und Schweine. Da müsste ich gleich mal hin, die wieder füttern. Das wird ja mein landwirtschaftlicher Bereich. Schon mal auf Level 30 und rauskommt. Nur Crap. Das ist aber ganz normal. Ich habe da noch nie was Ordentliches rausgekriegt, deswegen verzauber ich auch nichts mehr. Und Diamanten habe ich eh zu wenig. Ich bleibe bei meinen schönen Eisen. Und auch wenn das schon wieder sehr, sehr gering geworden ist bei mir. War schon wieder so ein Ding. Nervig. Wie gesagt, also Futter kommt denn eher so ins landwirtschaftliche Viertel oder in die Landwirtschaft rein. Denn ins Stadtzentrum kommt auf jeden Fall ein Markt, ein großer. Da muss ich mal gucken. Leider hat der Hose kein Logo. Also kein Logo, was man basteln kann. Sonst hätte ich da ein Logo auf dem Marktplatz gebastelt. Oder versucht, zumindest. Ein Logo zu basteln. Dass es halt als Stadtzentrum ist. Ja, hier rennen haufenweise Hunde rum. Also ich weiß auch nicht warum, aber das ganze Gegend hier ist voll davon. So, die lassen wir, wo sie sind. Nein, das war nicht. Ja, damit. Ja, was können wir noch bauen?
Ja, ein Mining District ist eigentlich, wie gesagt, in diesem Reglement vorgesehen. Wird nur schwierig, weil hier ist kein Extreme Hills in der Nähe, wo ich sagen könnte, da könnte man einen ordentlichen Mining District reinbauen. Muss ich gucken, wie ich sowas mache. Aktuell habe ich ja meine Mine da unten. Auf jeden Fall, der Friedhof wird größer gemacht. Der wird, das habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall noch sowas wie eine Krypta reinbekommen unten. Schöne Sachen. Wie lange das Ganze dauert, bis es fertig ist, sag ich mal. So, und bis es fertig ist, meine obligatorischen 20 Minuten sind mal wieder rum. Also nach meiner Definition meine 20 Minuten. Das heißt für euch, das war die erste Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, weil wie gesagt, ich sag ja nie so viel, wenn ich am Überlegen bin. Deswegen rede ich auch sehr viel, weil ich selten am Überlegen bin. Haha. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Fragen, Wünsche, Anträge, wie immer, in den Kommentaren rein. Ich schaue mir das Ganze dann an und mal gucke, was sich so verwirklichen lässt, was man noch umsetzen kann. Lasst es mich hören. Ich stehe ja drauf, Kommentare zu lesen und mir dadurch Inspiration zu holen, wenn sie denn ordentlich sind und nicht so Kommentare wie erster. Dann schauen wir uns das Ganze mal an und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wann die kommt, keine Ahnung. Ich nehme einfach direkt weiter auf. Also, bis dann. Tschüss.